Auf die erfolgreiche Mission. Das, was ich mache, könnte ich nicht ohne dich in meinem Ohr. Die Stufen runter. Drei kommen dir entgegen. Kannst du dir mich als Spionin vorstellen? Mit der Knarre? Was? Die sehen köstlich aus. Coop. Das ist wahnsinnig zäh. Du isst ein Handtuch. Ich wollte nur meinen Gaumen reinigen. Ich bin zur CIA, um eine coole Spionin zu werden und bin auch dieselbe Langweilerin wie vorher. Du gehst zu sehr auf Nummer sicher. Ich höre einfach meine Mutter. Gib deine Träume auf, Susan. Das hat sie mir in die Lunchbox geschrieben. Rainer Bojanov will eine Nuklearwaffe an eine terroristische Vereinigung verkaufen. Sie können nur mich schicken. Das geht nicht. Sie kennt die Identität all unserer Agenten. Wir brauchen jemanden, der die Bombe findet, ohne aufzufliegen. Ich mach das. Kochen Sie lieber weiter Kaffee. Ich schicke Sie. Okay. Ja, mit einer Ihrer Katzen als Verstärkung. Ich habe keine Katze. Gehen Sie zu Patrick, er hat Spezialequipment für Sie. Das ist voll Science Fiction. Du bist eine Spion. Ich weiß. Sie bekommen eine neue Identität. Ach, Katzenmutti. Fehlt noch ein T-Shirt mit dem Aufdruck. Mich hat noch nie ein Mann berührt. Ciao, Bella. Hey, komm ist da. Mamma mia. Das stärkt das Selbstvertrauen. Sind Sie wirklich bereit für einen Außeneinsatz? Überlassen Sie die Action mir. Kacke! Wer macht denn Dach auf den Roller? Was bist du, der Papst? Keinerlei Kontakt zu den Zielpersonen. Das ist so überhaupt nicht eine Baustelle. Das ist nicht fair. Verdammte Axt! Hände weg von meinen Maxen! Ich werde sie retten! Ich bin ein richtiger Spion. Ich bin mit einem Auto auf einen Zug gefahren, während ich in Flammen stand. Nicht das Auto. Ich stand in Flammen. Sie sind ganz schön engagiert. Arme, erbärmliche Susan. Mein Vater hat auch Leute herbringen lassen. Laufen Sie seinetwegen rum wie eine nuttige Delfintrainerin? Habe ich das Anklopfen vergessen? Seht mal in den Spiegel und jetzt buddelt lieber weiter! Rainer Boyer noch weiß, wo die Atombombe ist. Sie kennt die Identität all unserer Agenten. Und wie ist diese Futter an unsere Scheißnamen gekommen? Das wissen wir nicht. Und halten Sie sich mit dem F.